Hallo meine Lieben, wir versuchen es mal wieder in unserem frisch zusammengebastelten Rechner. Steckt jetzt hier ein USB-Stick drin. So. Ist jetzt Windows 10 in der Version 18.03 drauf. Die Installation von Windows 7 als Upgrade zu Windows 10 hat nicht funktioniert. Aber nichtsdestotrotz hat der Rechner ja eine ID bekommen, die bei Microsoft bekannt ist, was zur Folge hat, dass der mit einem frischen Windows 10 dennoch ein- und frei erkannt werden müsste. Das werden wir jetzt den Rechner mal einschalten und ganz schnell die Finger auf die Tastatur packen und dann gucken wir, dass wir die Taste F11 erwischen. Ja. Ich tippe mal ruhig ein paar Mal hintereinander hier. So, da haben wir unser BIOS, super. Und im BIOS haben wir jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir möchten eine UEFI-Installation machen vom Philips USB Flash Drive EMAP. Und zwar Enter. So, jetzt fragt er mich, was möchte ich installieren? Nämlich Windows 10 in der 64-Bit-Version. Ihr erinnert euch ja bestimmt, wir hatten den USB-Stick nämlich so zusammengestellt, dass er sowohl die 64-Bit-Windows-Installation zur Verfügung hat, als auch eine 32-Bit-Installation zur Verfügung hat. Es ist immer Windows 10, es ist immer die 18.03 und es sind immer verschiedene Installationsmöglichkeiten, nämlich Home, Premium, Professional und andere, die gleich zur Auswahl stehen sollten. Ich gehe mal ein kleines Stück zurück. Sorry, ich filme wieder mit einer Hand. Das heißt, leichte Wackler sind möglich. Und lassen sich auch wirklich nicht vermeiden. Beim letzten Video, was ich gerade gesehen habe, wenn ihr es gesehen habt, war leider zu sehen, dass die Installation nicht funktioniert hat. So, wir haben Deutsch, Deutschland, deutsche Sprache, gut als schön weiter. Wir möchten jetzt installieren. So, da bis jetzt auf dem Rechner Windows 7 Home Premium da war, werden wir dann auch diese Version verwenden. Ich nehme momentan keinen Produktkey. Und so, und jetzt kommt nämlich die Auswahl der verschiedenen Windows 10 Versionen. Von Windows 10 Home über Education und Pro. Wir nehmen die Home und gehen auf Weiter. So, wir akzeptieren natürlich die Lizenzbedingungen. Achtung, ich muss wieder die Hand wechseln. Das könnte also wieder etwas wackeln. Wir nehmen Benutzer definiert. Löschen unsere Festplatte, wo Windows 7 bis jetzt drauf ist. Und zwar ist das Laufwerk 0. Das andere ist nämlich Laufwerk 1. Laufwerk 0 löschen wir. Das ist alles weg. Laufwerk 0. Und wir sagen neu. Speicherplatz wird komplett der verwendet, der zur Verfügung steht. Ich sage übernehmen. Legt dann alleine neue Partitionen an. Ich wechsle wieder die Hand. Und wir sehen, jetzt hat er Partition 1, 2, 3 und 4 von alleine angelegt. Und er hat auch die korrekte ausgewählt, nämlich die Primäre. Und die wählen wir auch aus, um dort drin unser Windows zu installieren, indem wir dann auf Weiterklicken. So, und jetzt geht in der Vorgang los, dass die Dateien kopiert werden. So eine Installation von meinem USB-Stick sollte relativ schnell gehen. Ich werde wieder einsteigen, wenn wir so bei 90% sind oder so, und mache ich wieder die Aufnahme weiter. Bis dahin. Mach nur ein kurzes Päuschen. So, es ist ungefähr eine Minute später, anderthalb Minuten später. Wir sind schon bei 82%. So, USB-Stick, der ist hier am Rasen, der blinkt ordentlich vor sich hin. Mal sehen, ob wir das sehen können.
Ah, der rast. Die Festplattenanzeige rast. Und hier wird ordentlich geschoben. Ja, da war mal 90%. Also, so eine Installation ist dann eigentlich abhängig von Festplatten und Prozessortempo. Ja, relativ schnell durchgezogen. Was natürlich wieder dauern wird, ist dann wieder das Update ziehen. Das heißt, das Vorhanden an einer Internetverbindung ist empfehlenswert, damit man seinen Windows 10 gleich auf den aktuellen Stand noch bringen kann. Wir hatten ja eine neue Build bekommen mit dem letzten Update. Ich hoffe, ich kann jetzt ein bisschen Ruhe halten. Wir haben mal kurz den Ellbogen auf den Tisch aufgelehnt. Und ich hoffe, dass man später alles lesen kann, was hier ist. Müsste eigentlich lesbar sein. Wir sehen auch rechts unten den grünen Balken. So, Neustart in 10 Sekunden. Ich lasse mal jetzt mal durchlaufen. Dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit die Chance nutzen, weiterhin das Handy hier festzuhalten, mit dem wir gerade die Aufnahme haben. So, ich tue nichts, ich fasse nichts ein, keine Tastatur, keine Maus, ich ziehe keinen USB-Stick raus, nichts, gar nichts. Er startet einfach neu und sollte jetzt weitermachen. Und im Moment, wo da steht, Geräte werden dienstbereit gemacht, müsste er auch schon die passenden Grafiktreiber und alles erstmal gefunden haben, die richtige Auflösung gefunden haben. Mal gucken. Leider wird auf meinem Fernseher, weil er sehr alt ist, nicht der volle Bildschirm immer angezeigt, sondern da fehlt ein Teil. Wie früher bei den Röhrenfernsehern, wo die Röhre tatsächlich ja größer war als der sichtbare Bereich. Ja, beim 70er Röhrenfernseher hatte man dann damals ein 66er Bild, glaube ich, wenn ich mich noch richtig erinnere. Und entweder hat mein Fernseher hier auch eine weitergehende Bildfläche, ist ja keine Röhre hier, ist ja ein TFT, wenn auch ein sehr alter mittlerweile. Ja, weit über 10 Jahre mittlerweile auf dem Buckel, aber man sieht, er läuft noch einwandfrei, sofern man entweder analoges Fernsehen guckt oder ihn als Computermonitor missbraucht, denn alles andere geht nicht mehr. DVB-T, was drin war, funktioniert nicht mehr, ist DVB-T in der alten Version. Oh, hier geht es weiter mit der Installation. Mal sehen, ob er gleich wieder mit uns redet. Hallo? Ich durfte dann nämlich den Cortana sein, die ich aber ausschalte. So, mal kurz den Arm wechseln, damit ich dann wieder die Hand frei habe für die Maus. Okay, eigentlich müsste nur Cortana sogar hören. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich sehe nämlich nicht, was ich anklicken kann. Das ist doof. Wähle das Mikrofonsymbol aus. Ich hoffe, da ist es. So, wir gehen mal mit Tab einfach auf weiter. Ich hoffe, dass ich treffe. Yep. Nein, das war die Lautstärke. Gut. Also, wir sind in Deutschland. Hier. So, wir möchten Deutsch haben. Ja. Wir überspringen ein neues Tastaturlayout. Eine deutsche Tastatur reicht mir im Normalfall. Ich hoffe, ich muss nicht noch einen anderen Monitor anknüppern hier, um die Installation erfolgreich durchzuführen. Weil tatsächlich fehlt hier unten ein Bereich. Man ahnt es, dass da unten noch etwas stehen könnte. So, bei Microsoft anmelden. Wir nehmen ein Offline-Konto. Und links an der Ecke, so. Erstmal nicht mit Microsoft anmelden, nein. Der Benutzer. Name nehmen wir erst. Ach ne, warte, wir können ja gleich den Videoschnibbler wieder nehmen. Video.
Schnibbler. Und weiter. Erstmal noch keins. Für die Installation ist es nicht nötig. Soll Cortana reagieren? Nein, soll sie bitte nicht. Spracherkennung soll nicht verwendet werden. Soll der Standort verwendet werden? Nein, bitte nicht. Das Gerät gesucht werden? Nein, das ist ein Stand-PC, der muss nicht gesucht werden. Ich weiß üblicherweise, wo der steht. Wenn schon Diagnoseinformationen, dann nur einfach. Es gibt leider nicht die Möglichkeit zu sagen, nein, mach keine. Auch eine Freigabe, eine freie Handerkennung möchte ich hier nicht. So, jetzt sollten wir durch sein mit dem ganzen Fragekatalog hier. Wisst ihr, Windows gehört mir gleich, jawohl, stand da. Und wer begrüßt uns mit? Hallo. Wir bereiten alles für Sie vor. Ich hoffe, ich habe alles gefilmt, weil, wie gesagt, zeig gleich mit der einen Hand das Handy halten, mit der anderen Hand den Computer bedienen. Meistens zur Folge, dass man nicht genau trifft beim Filmen. Ein bisschen daneben liegt. Schalten Sie den PC nicht aus, das kann einige Minuten dauern. Gut, ich werde den PC nicht ausschalten, aber ich werde die Aufnahme kurz pausieren und steige sofort wieder ein, wenn es weitergeht. So, er hat noch gesagt, wir haben es fast geschafft und schon ging das Fenster auf. Und nun haben wir ein Windows 10.18.03 auf dem Rechner. Mal sehen, ob ich mit dieser Tastatur hier Windows-Taste Pause drücken kann, ohne dass ich zwei Hände verwenden muss. Nee, geht nicht. Aber wir können es anders rausbekommen, und zwar... Ja, mir fehlt wirklich alles hier. Ich hoffe, ich kann später die Bildschirmgröße hier ein bisschen anpassen. Momentan auf keinen Fall. Man sieht, man kann keine Zwischenauflösung hier machen, die eigentlich nötig wäre. So, und hier haben wir jetzt Windows 10 Home in der Version 18.03 und heute installiert am 15.06. mit dem Betriebssystembild 17.134.1. Die wird sich auf jeden Fall noch ändern. Okay, das heißt also, es hat erfolgreich funktioniert. Wir haben ein Windows 10 auf dem Rechner. Jetzt müssen wir alle Programme wieder installieren.